liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute endlich mit dem Objektivtest zum Meyer Optik Görlitz Lüdeth 30mm 3.5. Ja, ich habe in einer Backfocus-Folge vor kurzem mal gesagt, wie viel Spaß ich hatte, mit dem Objektiv unterwegs zu sein. Und das ist wirklich ganz, ganz richtig. Ich hatte selten so viel Vergnügen mit dem Objektiv beim Testen oder mit mehreren Objektiven, denn da bin ich dann die Arbeit, die gleichen Fotos immer mit drei Objektiven hinzukriegen, damit man das dann so ein bisschen vergleichen kann. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich dieses Video zum Lüdeth dann doch schon ein bisschen graue Haare gekostet hat. Warum? Weil ich auf der einen Seite das Objektiv wahnsinnig toll finde und auf der anderen Seite der Englischsprachler, der hat einen schönen Begriff für There's the elephant in the room. Da ist irgendwas Großes, Graues, unübersehbar und alle versuchen drumherum zu reden oder dran vorbeizureden. Und damit das hier in diesem Video nicht passiert, habe ich gedacht, wir schmeißen das Thema mal direkt aufs Tapet und sprechen drüber. Ja, wenn es um das Meyer Optik Görlitz Lüdeth geht, dann kommt relativ schnell die Sprache auf den Preis. 876 Euro, so viel steht auf dem Preisschild und dann höre ich ganz oft von Leuten, das ist zu teuer. Und ihr habt gemerkt, ich habe schon gestockt in dem Satz, weil ich hatte im Kopf eigentlich schon das, was man wirklich sagen sollte, nämlich, das ist mir zu teuer. Denn wenn wir das mal andersrum betrachten, das günstigste Objektiv aus deutscher Fertigung, Handarbeit, das ich kenne, das man kaufen kann, liegt bei 2040, 2050 Euro. Nach oben ist da keine Grenze gesetzt. Und die Frage muss ja sein, wenn man sagt, etwas ist zu teuer, könnte man das zu gleichen Konditionen und unter gleichen Bedingungen billiger herstellen? Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht und dessen muss man sich im Klaren sein. Dass nicht jeder sich ein so kostspieliges Objektiv kaufen möchte oder dann sehr genau gucken will, wozu ist es denn geeignet? Brauche ich das unbedingt? Gibt es keine andere Möglichkeit, günstiger an die gleichen oder an ähnliche Ergebnisse zu kommen? Und da es diese Möglichkeit gibt, werden wir auch über die Möglichkeiten reden. Trotzdem möchte ich auf den Punkt Kosten nochmal zurückkommen und ich finde, es ist überhaupt nicht zu teuer, denn es geht um mehr als darum, dieses Objektiv jetzt zu kaufen und zu bezahlen, sondern es geht auch darum, möchte ich als Fotograf überhaupt, dass hierzulande Objektive gefertigt werden, dass ich noch eine Alternative habe zu dem, was in China zugegeben sehr interessant und sehr günstig produziert wird und da sind auch tolle Ergebnisse dabei. Man muss also gucken, für wen ist so ein Objektiv geeignet und darauf werden wir in der Folge dieses Videos noch genauer eingehen, aber letztlich ist es auf jeden Fall geeignet für denjenigen, der auch die Idee dahinter, auch das Konzept dahinter unterstützen möchte, der nicht nur eine tolle Optik sucht, sondern dem auch ja, Soft-Faktoren wie zum Beispiel die Herstellung, die Bedingungen, all das wichtig sind. Ich finde, das sollte man nicht aus dem Blick verlieren und ich finde, das gehört zur Gesamtbetrachtung dazu. Nichtsdestotrotz verstehe ich jeden, der sagt, das Objektiv ist mir zu kostspielig. Wiewohl, man dafür eine sehr spannende Optik mit ganz erstaunlichen und ordentlichen Leistungen bekommt. Aber auch das gucken wir uns später noch an. Haltet also den Gedanken für den Moment mal fest. Zudem muss man immer sehen, was gibt es ansonsten in dem Bereich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir gerade diese Brennweite 30 mm ganz extrem viel Spaß gemacht. Das ist näher dran als 28 mm, deutlich spürbar näher. Es lässt aber auch mehr Luft als 35 mm. Und
Von so her habe ich mich mit den 30 mm sehr, sehr wohl gefühlt. Und auf der anderen Seite, und da kommen wir dann schon zu einem Punkt, der das Objektiv dann für eine bestimmte Zielgruppe ganz besonders interessant macht, an einem APS-C-Sensor, also ein Sensor, der im Prinzip dem Cine 35 mm Format, ich glaube Super 35 mm heißt das, entspricht, also auf Crop-Format-Kameras. Da sind die 30 mm eine durchaus interessante Brennweite, weil sie noch weiter sind als das 50 mm und von so her schon einen sehr spannenden Look bieten. Den Look fand ich insgesamt überhaupt sehr spannend. Das kann man auch schon vorweg sagen. Denn das Ganze erinnert manchmal so ein bisschen an Handyfotografie in besser. Die optische Leistung des Sensors als auch des Objektivs ist halt eine andere als das, was in selbst noch so guten Smartphones verbaut ist. Und von so her ist das vielleicht die zweite Zielgruppe, die ganz gewaltig die Ohren spitzen sollte und sich das Objektiv mal angucken kann. Nämlich die Leute, die im Online-Sektor Content produzieren und das für gewöhnlich mit dem Smartphone machen. Wenn man da quasi das nächste Qualitätslevel erreichen will, dann ist das Lüdith definitiv eine sehr, sehr, sehr spannende Alternative. Es fällt nicht sofort auf, dass es anders fotografiert ist, es sieht aber wesentlich besser aus. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel gewinnen, wenn man in dem Bereich Content produziert. Gucken wir uns aber vorher mal so ein bisschen die Geschichte des Lüdith an, denn da gibt es einiges Interessantes zu entdecken. Das Lüdith kam nämlich 1960 eigentlich als Wechselobjektiv für die Pentina-Kamera auf den Markt. Und die Pentina, ja, das war so eine Spiegelreflexkamera, der man nicht angesehen hat, dass es eine Spiegelreflexkamera ist. Und die war auch nicht wirklich sonderlich erfolgreich auf dem Markt. Und das hat dazu geführt, dass die Tage des Lüdiths eigentlich schon gezählt schienen. Man hat sich aber dann entschieden, weil es mit Weitwinkelobjektiven damals der Markt noch nicht so wirklich gesättigt war, hat man sich entschieden, 1963 das Lüdith ein zweites Mal vorzustellen und diesmal mit M42 Mount und mit einem exakter Anschluss und ich glaube, es gab auch noch für eine kurze Zeit eine Variante für die Altix als Wechselobjektiv. Ja, und damit war dem Objektiv eigentlich eine unglaublich breite Ebene an Einsatzmöglichkeiten offengelegt und das hat dazu geführt, dass das Lüdith dann bis zum Ende der DDR, später unter dem Namen Pentacon 3035, verkauft wurde und der Preis 150 Mark, das war immer schon sehr, sehr erschwinglich und von so her wurde das Ding zu einem echten Kassenschlager, einem echten Verkaufserfolg für Meyer Optik Görlitz und später auch für Pentacon. Hier vor mir habe ich mal die Objektive nebeneinander aufgebaut. Wir haben hier das Meyer Optik Görlitz der neuesten Version. Warum da noch ein Deckel drauf ist, wir kommen da gleich zu. Dann gibt es hier in der Mitte das Pentacon 3035 und hier ganz außen das ursprüngliche Lüdith oder Lüdith, hier das Pentacon. Ja, und was da passiert ist, als ich das ausgepackt habe, über die Verpackung reden wir diesmal gar nicht. Die zeige ich euch in ein paar Bildern. Ja, und dann habe ich es ausgepackt und dann habe ich mich eigentlich relativ schnell verliebt, denn optisch ist das Objektiv ein echter Leckerbissen mit seinem blauen Rand. Definitiv was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ansonsten ist das Lüdith, ich bleibe jetzt bei Lüdith, gefällt mir einfach besser. Ansonsten ist das Objektiv tadellos verarbeitet. Also das habe ich ja schon beim Trioplan gesagt. Das Ganze ist richtig, richtig hochwertig, sehr schwer, sehr massiv gearbeitet.
die Blende klickfrei und gedämpft und der Fokus sehr feinfühlig dosierbar und auch gut gedämpft. Und hier wackelt, rappelt nichts. Das ist alles auf allerhöchstem Niveau. Ich mache jetzt ganz bewusst nicht den Vergleich zum anderen deutschen Objektivhersteller, weil darum geht es nicht, ist ja kein Wettbewerb. Aber natürlich geht es darum, zu gucken, was für ein Level ist hier erreicht. Und ich würde sagen, viel mehr kann man im Objektivbau, was so die Fassung angeht, was den Tubus angeht, was die Wertigkeit der Materialien angeht und was so die Gesamterscheinung angeht, viel mehr kann man da definitiv gar nicht machen. Und auch da relativiert sich der Preis, denn die alten Lüdite, die sind mit ihren Alukorpussen schon dann etwas wackeliger aufgebaut, wobei auch nicht schlecht. An der jetzt aktuellen Form des Lüdits erkennt man auch am ehesten, ganz anders als beim Trioplan 2, die Weiterentwicklung, die OPC zum Vorgängerobjektiv noch geleistet hat. Das war nicht nur am Gehäuse nötig, sondern auch intern. Da war die Rede davon, dass im Vorgänger noch minderwertige Gläser verwendet wurden. Das ist jetzt alles sehr hochwertig und sehr präzise. Und das, was wir jetzt hier vor uns stehen haben, das sieht nicht nur besser aus und fühlt sich besser an, das funktioniert auch wesentlich besser. Grundsätzlich haben wir, wie gerade schon oben gesehen, hier vorne den Blendenring. Der ist relativ dünn, aber durch die Klicklosigkeit und durch die Dämpfung sehr gut zu dosieren und genauso der lange Fokusweg. Ja, und wenn wir hier diesen Fokusring drehen, dann sehen wir schon eine weitere Besonderheit dieses Lüdit 2, denn wir sind jetzt schon über den Bereich des originalen Lüdits hinaus und wenn ich jetzt hier weiter drehe, dann sind wir bei 0,4 Metern, bei 40 cm, dann sind wir bei 30 cm, wir sind bei 25 cm, und wir sind bei 20, ist immer noch nicht Ende. Ich kann hier noch weiter drehen und drehe und drehe und drehe und drehe und drehe. Und jetzt erst bei 15 cm Naheinstellungsgrenze ist hier Ende. Für Videofilmer, die einen ganz besonderen Look auch bei Nahaufnahmen haben wollen, fast schon im Makrobereich, da ist das natürlich eine wirklich erstklassige Wahl. Und das kann von den originalen Lüdis und Pentacon Objektiven keines bieten. Die enden alle, ich gucke mal, ob ich es hier in der Kamera zeigen kann, die enden alle nach 33 mm Naheinstellgrenze, ist hier das Maß aller Dinge. Kommen wir aber mal zurück zu den ernsthaften Tatsachen, denn nicht mal ich würde ein Objektiv nur deswegen kaufen, weil es wunderschöne blaue Augen hat. Was zeichnet also das Lüdit im Vergleich zu anderen Objektiven, außer der außergewöhnlichen Brennweite, was zeichnet es aus? Wie funktioniert der Bildlook des Lüdits? Und das ist nicht so ganz leicht zu beschreiben. Aber im Prinzip geht es darum, dass der Schärfeabfall zu den Rändern hin bei diesem Objektiv relativ extrem ist. Das ist normalerweise etwas, was man nicht so gerne hat. Man möchte es eigentlich bis in die Ecken scharf haben. Das ist beim Lüdit etwas anders, denn dadurch, dass es von der Mitte hin zu den Rändern, zu den Ecken, dann relativ abrupt unscharf wird, das führt dazu, dass das Zentrum noch besser freigestellt wird und das ganze Bild so eine gewisse Tiefe kriegt. Das funktioniert bei manchen Motiven ganz hervorragend. Das kann aber auch zu Schwierigkeiten führen und von so her muss man sich den Zugang zum Lüdit etwas erarbeiten. Wenn man dann nämlich in der Drittelregel zum Beispiel fotografiert, dann liegt das Motiv nicht unbedingt an der optimalen Stelle. Also das Objektiv eignet sich immer dann hervorragend, wenn ich mein Motiv zentral ablichten möchte.
Und von so her muss ich so ein bisschen meine Komposition dann auch nach dem Objektiv richten. Auch das macht es natürlich ein bisschen komplizierter und das macht das Objektiv ganz klar nicht zu einem Allround-Objektiv. Wobei abgeblendet ist die Schärfe eigentlich bis zu einem Extrembereich, also wirklich in den Ecken, durchaus akzeptabel bis hoch. Um die Schärfe mal so ein bisschen beurteilen zu können, habe ich mal hier ein paar Testaufnahmen gemacht. Wir sehen auf der linken Seite das Lüdes 2 und auf der rechten Seite das Lüdes 1. Und man sieht hier schon bei Offenblende, dass der Schärfeabfall hier zu den Rändern hin, zu den Ecken hin, wesentlich drastischer ist beim Lüdes 2. Gleichzeitig ist aber die Zentralschärfe bei beiden Objektiven vergleichbar hoch. Die Mikrokontraste sind hier beim Lüdes 2 vielleicht ein bisschen stärker, aber ganz besonders hier der Abfall zu den Rändern hin, der ist doch wesentlich deutlicher. Noch deutlicher wird das, wenn wir uns das Pentagon angucken. Das ist, weil es ja doch ein bisschen in Richtung Standardobjektiv geht, an den Rändern fast schon durchgängig scharf. Gucken wir uns das Ganze mal bei Blende 5.6 an. Da sehen wir schon, dass bei beiden Objektiven die Gesamtschärfe noch ein kleines bisschen zugelegt hat. Wobei ich sagen muss, dass es bei dem Lüdes im zentralen Mittelpunkt so ist, dass die Schärfe nicht so exponentiell zunimmt. Das heißt also, schon bei Offenblende haben wir hier eine relativ hohe Schärfeleistung. Auch bei Blende 5.6 habe ich zu den Rändern hin beim Lüdes 2 noch einen deutlichen Schärfeabfall. Beim Pentagon 30 wieder auf der rechten Seite ist es so, dass hier die Schärfe in den Rändern eigentlich am höchsten ist, wenn die Daten denn mal geladen werden. So, da sieht man mal ganz gut hier an den Dachziegeln. Also Schärfe leistungsmäßig verbindet hier auch das Lüdes 2 quasi das Beste beider Welten. Was man hier schön sehen kann, ist diese Freistellungswirkung, diese zusätzliche Tiefenwirkung durch die Unschärfe. Da wird quasi dieser Feuerbusch nochmal richtig in den Vordergrund gerückt, hebt sich ganz deutlich vom Hintergrund ab. Und auch wenn ich die Blende schließe, dann gewinne ich zwar noch an genereller Schärfe, aber im Prinzip verliere ich so ein bisschen diesen Effekt. Und irgendwann bin ich dann in dem Bereich, wo ich mich dem Look von normalen, von regulären Objektiven annähere. Dann bin ich aber auch schon bei Blende 8 oder 10 oder so in dem Bereich. Auch das, muss man sagen, liegt ganz klar in der klassischen Anlehnung. Das hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn man jetzt eine Neuauflage dieses klassischen Objektivs von der Bildaussage, sage ich mal, anders konzipiert hätte, als es beim Original der Fall war. Und hier ist man bei OBCR dazu übergegangen, diesen Effekt noch zu verstärken. Das heißt, im Vergleich zum Original Lüdes ist das Lüdes 2 wesentlich heftiger im Schärfeabfall. Der unscharfe Bereich ist also definitiv deutlicher, als das bei dem originalen Lüdes der Fall ist und noch viel mehr, als es beim Pentagon der Fall ist. Hier scheint man also im Zuge der leichten Modernisierung des Objektivs nochmal mit einer anderen Glassorte oder mit einer geringfügig anderen Rechnung so ein bisschen Pflege betrieben zu haben, denn das Objektiv war damals ja mehr universell ausgerichtet und musste sich somit gegen eine ganz andere Konkurrenz behaupten, als das heute bei so einem Spezialobjektiv der Fall ist. Und unter diesem Gesichtspunkt spielt dann auch die relativ geringe Offenblende von 3.5 eigentlich keine so große Rolle mehr, weil der Bildlook ja im Prinzip durch
das Objektiv selber zustande kommt und nicht durch die optischen Verhältnisse. Beim Freistellen über die Schärfentiefe, da ist es ja so, dass, wie der Name schon sagt, im Prinzip durch die Distanz die Unschärfe entsteht. Hier entsteht die Unschärfe unabhängig von der Distanz in den Randbereichen und dadurch entsteht die zusätzliche Tiefenwirkung. Wenn ich dann mit einer moderaten Offenblende von 3,5 auch noch den Hintergrund quasi in die Unschärfe bringe, dann geht das Ganze ineinander fließend über. Die Schärfeverläufe in der Tiefe, die sind sehr weich. Überhaupt ist das unscharfe Verhalten des Objektivs sehr cremig, sehr weich. Im Bereich zu den Rändern hin ist das wesentlich abrupter. Das heißt also, ein Großteil des Bildfeldes ist sehr scharf und dann ist der Übergang zur Unschärfe an den Rändern und in den Ecken relativ kurz, aber dafür relativ heftig. Eine Sache, die ich leider nicht ausprobiert habe, weil ich kein großer Filmer bin, die ich mir aber als sehr interessant vorstellen kann, ist die Verwendung des Lüdis in Verbindung mit einem Dual-Fokal-Filter. Das ist so ein Filter, der im Prinzip aus einer geschliffenen Linse, ähnlich wie eine Nahlinse, besteht und einem komplett durchlässigen Teil, also da ist kein Glas drin. Und wenn ich das Ding vor ein Objektiv schraube, dann habe ich sozusagen zwei Fokusebenen. Das wieder auch beim Film wahnsinnig spannend. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person im Vordergrund habe, die kann ich mithilfe dieser ersten Linse hier in die Schärfe bringen. Und dann ist der Bereich dazwischen ist unscharf und erst weiter entfernt ist dann eine zweite Person, die ich auch in den Fokus bringen kann. Und so entsteht im Prinzip schon durch den Schärfeverlauf, der ja atypisch ist. Normalerweise habe ich nur eine Schärfeebene, jetzt habe ich zwei. Dann entsteht also durch den Schärfeverlauf schon ein Kontext, also eine Beziehung zwischen den beiden Personen. Und gerade für solche Fälle ist, denke ich, das Lüdis ein brillantes Objektiv. Ganz besondere Qualitäten beweist das Lüdis auch, wenn es um Gegenlichtsituationen geht. Moderat eingesetzt entstehen Bilder, die neben der eben schon erwähnten Tiefenwirkung, man sieht hier an den Rändern ganz deutlich, wie es unscharf wird, die zeichnen sich aber ansonsten durch eine relativ hohe Schärfe aus. Und auch das muss man dazu sagen, das hier ist offenblendig fotografiert, also mit Blende 3,5. Wenn man es mit dem Gegenlicht übertreibt, dann zaubert einem das moderne Lüdis einen grellbunten Regenbogen ins Bild. Sowas habe ich bis jetzt noch ganz, ganz selten gesehen. Kontraste gehen dabei natürlich ein bisschen baden und das können die alten Lüdite definitiv nicht. Das habe ich versucht. Da ist nichts rauszuholen. Da geht nur der Kontrast verloren. Das sehen wir auch gleich nochmal in einem weiteren Bild. Was man grundsätzlich sagen muss, das ist mir beim Testen ganz extrem aufgefallen, dadurch, dass die Grundschärfe des Lüdis relativ hoch ist. Also selbst wenn es vollkommen unscharf ist, ist es in der Mitte relativ scharf, auch bei kompletter Offenblende. Und dann ist das Scharfstellen mit einer Kamera ohne Focus Peaking. Ich habe es bei mir an der Canon EOS 5D und an der 70D getestet. Das ist dann schon eine echte Herausforderung. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Varianten für Spiegelreflexkameras dann zumindest ein Focus Confirmation Chip, heißt das Ding, glaube ich, dieser Dandelion Chip, dass sowas verbaut wäre. Ich sag mal, bei einem Objektivpreis von über 800 € sollte das eigentlich drin sein. Das hat mich so ein bisschen gewurmt. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe auch bei den Varianten mit Focus-Chip an einigen Stellen den Fokus definitiv verkackt. Im Bild sieht man nämlich, wo es unscharf ist, im Sucher sieht man das nicht unbedingt. Wenn ich mit dem Gegenlicht ein bisschen ziviler umgehe, dann lässt sich das
Lynas 2 hervorragend für Gegenlichtaufnahmen nutzen. Wir haben jetzt im Prinzip die gesamte Bandbreite gesehen, von einer soften Überstrahlung bis zu dem Regenbogen und auf der anderen Seite eine relativ kontrastige Aufnahme mit vernünftigen Farben. Überhaupt, Farbwiedergabe ist eine definitive Stärke des Lynas. Die Farben haben alle eine sehr, sehr angenehme Lebendigkeit, ohne aufdringlich zu wirken. Bei den alten Lyditen, hier das Lydit 1, erstens Fokus komplett daneben und zum zweiten wesentlich mehr Kontrastverluste. Und beim Pentacon, auch da ist es von der Schärfe ein bisschen leichter, aber auch hier geht mir wesentlich mehr Kontrast verloren. Und das, was ich vorhin schon angesprochen habe, der Schärfeabfall zu den Rändern ist weitaus geringer. Ich verliere also ein bisschen von dieser wunderbaren Tiefenwirkung, weswegen ich das Lydit eigentlich einsetze. Drehe ich jetzt die Lichtsituation um, dann kommen die Farben natürlich noch mehr zur Geltung. Sehr hohe Schärfe in der Mitte, zu den Rändern wieder den leicht verwaschenen Bildlook, der mir so ein bisschen Dynamik, der mir sehr viel Tiefe reinbringt ins Bild. Dazu noch der Verlauf in die Tiefenunschärfe. Das lässt sich sehr gut miteinander kombinieren. Das Ganze bei dem Original Lydith ähnlich von den Farben her. Da sind sie definitiv sehr nah beieinander. Nicht ganz so kontrastfreudig, hier musste ich also ein bisschen mehr Kontraste reindrehen und beim Pentacon, ja, da ist wieder der Tiefenfaktor wesentlich geringer als beim Lydith 1 und erst recht als beim Lydith 2. Hier nur kurz der Beweis, dass ich dann es auch geschafft habe, beim Lydith 2 die Sache mit der Schärfe zu versemmeln. Ja, den Punkt, wo es dann wirklich scharf ist, bei anderen lichtstarken Objektiven, wenn man 50mm 1,4 oder sowas, da ist es so, dass es erst relativ lange sehr, sehr, sehr unscharf ist und dann geht es auch mal relativ schnell zu popscharf und dann wieder relativ schnell weg. Bei dem Lydith ist es so, dass es eigentlich immer halbwegs scharf ist und dann wird es sehr, sehr langsam schärfer, schärfer, schärfer und dann noch sehr, sehr langsam wieder unschärfer, unschärfer, unschärfer. Den Punkt, den wirklichen Schärfepunkt zu finden, fand ich zumindest in einem Sucher von einer modernen Kamera, also ohne Schnittbildindikator und ähnlichem Schnickschnack, der einem da helfen würde, relativ schwierig. Ich bin mir, obwohl ich diesmal den Schärfepunkt beim Lydith 1 wesentlich besser erwischt habe, absolut sicher, dass das Bild mindestens so gut ausgesehen hätte mit dem Lydith 2 wie mit dem Lydith 1, wenn ich das mit der Schärfe nicht vergeigt hätte. Und als hätte es dazu noch einen weiteren Beweis gebraucht, hier die Version vom Pentacon 30-35, auch da war die Gegenlichtsonne im Sucher definitiv der Feind des Schärfepunktfindens. Ich lasse jetzt im Folgenden nochmal ein paar weitere Testbilder durchlaufen. Da könnt ihr nochmal selber quasi euch einen Eindruck davon machen, wie sich die Qualitäten der alten Linsen im Vergleich zum neuen Lydith 2 verhalten. Und ich glaube, man kommt dann tatsächlich zu dem Schluss, dass das Lydith 2 so ein bisschen das Beste aus beiden Welten miteinander verbindet. Mir jedenfalls haben die Ergebnisse vom Lydith 2 wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Ja, das Bild vom Lüdes 2 ist hier nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass das Lüdes 2 auch die Meyer Optik Görlitz Paradedisziplin, nämlich die Seifenblasenbouquet, beherrscht. Ich glaube, am meisten Spaß werden Filmer mit dem Objektiv haben. Man kann wunderbar dynamische Szenen damit generieren. Die Freistellung für ein 30mm Objektiv ist beeindruckend, vor allen Dingen durch diese zwei Ebenen der Unschärfe, die entstehen, die Tiefenschärfe und die Randunschärfen. Moderat abgeblendet ergeben sich in einem weiten Bereich hervorragende Schärfewerte. Das Lüdes 2 braucht sich da vor anderen modernen Objektiven in keinster Weise verstecken. Da sind das Lüdes 1 und das Pentacon so ein bisschen abgehängt, wobei die nicht so schlecht sind, aber das Lüdes 2 macht es da einfach ein bisschen besser. Ja, das macht, glaube ich, den Reiz dieses Objektivs definitiv aus. Die Frage, die dann natürlich kommt, ist, braucht man das unbedingt? Nein, brauchen tut man es mit Sicherheit nicht. Aber wenn ich meinen Bildern das gewisse definitive Etwas geben will, dann kommt mir so ein Objektiv wie das Lüdes definitiv entgegen. Und das ist genau der Punkt, der mir dann beim Testen so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich habe richtig, richtig Spaß gehabt, damit unterwegs zu sein, mir immer wieder neue Sachen auszudenken, wie ich jetzt ein Motiv kreiere, das perfekt zu den Eigenschaften des Objektivs passt. Und das ist ja auch eine Herausforderung. Also ein bisschen abseits von dieser Alltagskost, von dieser eierlegenden Wollmilchsau. Das ist schon ein Objektiv, was mich ein bisschen fordert, was mich aber dann auch mit besonderen Bildern belohnt. Ja, und dann müssen wir natürlich auch nochmal darüber sprechen, warum es definitiv Sinn machen kann, das Geld in die Hand zu nehmen und sich ein neues Objektiv zu kaufen. Das Problem bei den Lüdes-Objektiven als auch bei den Pentacon-Objektiven ist dann mitunter das Alter. Ich spreche da jetzt gar nicht von schwergängigen Fokusgängen und von verölten Blendenlamellen, sondern ich spreche auch davon, dass vielleicht mal jemand versucht hat, dieses Objektiv zu pflegen. Und dann kommt man mich an einen Punkt, da haben die Meyer Optik Görlitz Ingenieure damals bei der Konzeption des Lüdes 1, des Original Lüdes, eine ganz, ganz böse Falle eingebaut. Wenn man um diese Falle nicht weiß, dann tappt man mitten rein und dann ist das Objektiv ganz platt gesprochen verloren. Das ist quasi die Austrittspupille des Objektivs. Um diese Austrittspupille herum gibt es mehrere Ringe und die verdecken die Tatsache, dass die hinterste Linse mit drei im 120-Grad-Winkel gegeneinander angeordneten Schrauben justiert wird. Wenn ich das nicht weiß und diese Schrauben anfasse und löse, und nur eine löse, dann habe ich diese Justierung aufgegeben, aufgehoben und verloren. Und dann kommt dabei Folgendes raus, das blende ich hier mal ein. Das erste Lüdes, was ich mir gekauft habe, ist genau von so einem Fehler behaftet. Das hat irgendjemand mal sauber gemacht. Ich finde den Effekt wahnsinnig schön. Von so her hat dieses Objektiv mit seiner Fehlsichtigkeit einen ganz besonderen Platz bei mir und kommt zu ganz besonderen Gelegenheiten zum Einsatz. Aber was nützt einem der Effekt, wenn es in der Mitte dann gar nicht mehr scharf wird? Und genau das kann man im Objektiv vorher nicht ansehen. Das ist ein echtes Risiko, wenn ich mir ein gebrauchtes Pentacon oder ein gebrauchtes Lüdes kaufe. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand schon mal dran war. Das Risiko kann ich ausschließen, wenn ich mir ein neues Objektiv kaufe. Zudem habe ich die Naheinstellgrenze von 15 cm. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Das ist schon eine echte Ansage. Bleibt also abschließend die Frage, für wen eignet sich das Lüdes 2? Und neben den Videofilmern, die ich hier fast an erster Stelle nennen wollen würde, eignet sich das für all diejenigen, die sich ein besonderes Objektiv leisten können und leisten wollen. Wer ein Allround-Objektiv sucht,
der ist hier an der falschen Adresse. Wer ein günstiges Objektiv sucht oder das Geld nicht dafür ausgeben will, der hat immer noch die Möglichkeit, über ein gut erhaltenes Lydis 1 oder Pentacon 30-35 eine mit Einschränkungen vergleichbare Optik, zahlt dafür auch nur den Bruchteil, den das Lydis 2 kostet. Was die Neuinkarnation, die Reinkarnation angeht, kann ich wieder nur sagen, dass Meyer Optik Görlitz da das Pflichtenheft oder die Hausaufgaben vollumfänglich hervorragend abgeliefert hat. Das Objektiv sieht eindeutig nach Lydis aus. Es hat die Stärken noch verstärkt, ohne jetzt sich in Schwächen zu verlieren. Ja, es ist ein Objektiv mit 3.5 Eingangsblende. Es ist relativ hochpreisig, also wenn man Schwächen suchen möchte, dann hat man die ganz leicht gefunden. Auf der anderen Seite steht aber auch viel zu Buche, was man wirklich lobend sehen kann, was Spaß macht. Und darauf kommt es ja, glaube ich, auch an, wenn man nicht nur eine Brot- und Butterlinse möchte. Und ich glaube, dass wir darüber nicht reden, also Allround-Objektive oder günstige Lösungen für viele Fälle. Darum geht es beim ganzen Konzept dieser klassischen Objektive nun beim besten Willen nicht. Und unter dem Aspekt betrachtet ist das Lydis 3.5 30mm mit Sicherheit nicht das aufsehenserregendste Objektiv. Das Seifenblasenbouquet von einem Trioplan ist mit Sicherheit der viel, viel stärkere Effekt. Und das Lydis ist ein ganzes Stück subtiler. Für ausdrucksstarke Bilder sorgt das Objektiv auf jeden Fall. Es ist ein Weg abseits des Mainstreams, abseits der gewöhnlichen Objektivkost, ohne dabei zu aufdringlich zu sein. Es ist mit seiner Brennweite sowohl an Crop als auch an Vollformat ein sehr, sehr flexibel einsetzbares Objektiv. Ich kann durchaus mal ein Porträt damit schießen und trotzdem habe ich die Möglichkeit, auch auf der Straße Streetfotografie-mäßig wunderschön ganze Situationen einzufangen. Es ist ein Objektiv, was mich sehr anspricht. Über die Elefanten im Raum haben wir gesprochen, dass das Objektiv kein Schnapper ist. Darüber brauchen wir nicht reden. Und dass es nicht das Allheilmittel für alle Fälle ist, darüber muss man auch nicht diskutieren. Ich glaube, das hat aber auch keiner vorgehabt. Und von so her, ja, lege ich euch das Lydis wärmstens ans Herz. Wer kann diesem wunderschönen Blick schon widerstehen? Und dann sage ich euch, wie immer an dieser Stelle, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat und vielleicht auch die anderen auf meinem Kanal, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo dalässt. Das heißt, da unten auf den Abonnieren-Button drückst und vielleicht auch die Klingel aktivierst, denn dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich hier ein neues Video online stelle und dann verpasst du nichts, was auf diesem Kanal passiert. Ja, und dann freue ich mich darüber, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du kommentierst und deine Meinung sagst und mit mir in Interaktion trittst. Fürs Abonnieren sage ich deswegen schon mal herzlichen Dank. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.